Ich möchte die Strecke Doppelter Exelberg noch nicht alleine fahren. Bro. Ich fahre ganz alleine den Exelberg. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt wirklich eine wilde Strecke. Und ja, wir werden es einfach nehmen, so gut es geht. Hui. It was at this moment that Emily knew. She fucked up. Oi. Das war eine Kurve, würde ich sagen. Motorradfahren ist irgendwie ein bisschen wie Skifahren. Da fährt man auch so seine Bogel. Schlimm ist nur, ich mag die Kurven nicht, die man nicht einsieht. Da ist immer so eine Ungewissheit. Aber die Kurven waren schon anders. Ja, die sind scheiße zum Fahren. Ja. Das sind, weil die Straßen so eng sind. Und ja, die Straßen sind voll eng. Und vor allem ist es viel los auch. So, dann meine Lieben. Es geht weiter. Auf die Exelbergstraße. Ich fahre alleine wieder zurück. Alex ist weitergefahren. Und ja, ich muss jetzt umdrehen, weil ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Ich verfahre mich natürlich wieder, sobald ich einmal auf mich alleine gestellt bin. What else? Es tut mir leid, ich habe vorhin nicht dran gedacht wieder. Ich habe einen Lutschbonbon in meinem Mund. Und ich hoffe, ich werde nicht so sehr... Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit fahrt, kriegt so einen trockenen Mund und auch so einen grasligen Geschmack irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mir einen Zucker mit. Ein Zitronenzucker für frische während dem Fahren. Ich fahre ganz allein den Exelberg, obwohl ich vorher noch gesagt habe, so ja, das würde ich nie machen. Oh mein Gott. Aber ich freue mich. Ich bin gerade so, wow, fahren.
will ihr mich ja verbessern und ihr wollt auch, ihr habt auch gesagt, ich soll mich verbessern und nicht so ankacken in der Kurve. Und deshalb habe ich mir gedacht, übe ich halt mal ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, ich muss gerade niesen. Und dann war es auch schon zu spät und jetzt mal ein bisschen ekelhaft, ne? Gut, dass ihr das nicht seht. Oi. Wo bin ich? Ich will euch kurven, aber ich finde euch nicht. Aber jetzt habe ich euch. Bin ich da richtig? Sind wir da vorher auch gefahren? Irgendwie, ich weiß nicht. Also die Straßen sind ja da echt ein bisschen... Scheiße, oh nein. Der war schlecht. Ah, Mann. Also Exelberg, oder war das jetzt Exelberg? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, haben wir jetzt mal geschafft. Obwohl, nein, irgendwie, ich glaube nicht, weil... Exelberg ist irgendwie doch irgendwie anders. War auf jeden Fall cool, die Kurven zu üben. Und ich habe es ganz bis auf die eine, da bin ich ein bisschen auf die Gegenfahrung gekommen, aber sonst ganz gut gemeistert. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.